Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich würde schnell was futtern, wobei ich denke, ja, wir sind noch gut dabei. Und wir haben ja gesagt, wir gehen heute mal ein bisschen zu den Händlern und ach, es ist so schön. Ich stelle gerade ganz viele Fackeln her, weil ich habe ja schon einige, also hier Farmplatz habe ich hergestellt. Ich habe einige Chrysanthemen und Dings nochmal hergestellt. Und jetzt stelle ich ganz, ganz viele Fackeln her. Das heißt, 50 sind 300, was hier reinpassen, ne? 100, 200, 300, genau. Sehe ich jetzt nämlich erst gerade. Und die restlichen packen wir hier rein. Weil ich glaube, Valhalla wäre sogar noch richtig geil mit Fackeln. Kerzen und Fackeln vereint. Mal gucken, mal gucken. Für den Rundgang, ne? Wir kriegen das schon hin. So, das, alles in Arbeit. Da habe ich jetzt wieder Beton reingeworfen. Das ist weiterhin in Arbeit. Ich war die Nacht Holz hacken. Also wir haben jetzt auch erstmal wieder keine Holzprobleme mehr. Nur Eisen geht jetzt aus. Aber wir wollen ja heute eigentlich ein bisschen shoppen gehen. So, ich nehme mal hier, so viele wollen die gar nicht kaufen. Aber vielleicht kriegen wir doch so ein paar Batterien weg. Und ja, für ein bisschen Bücher und Azaleen. Azaleen sind das, was ich haben möchte. Und wir machen heute mal eine kleine Händlertour. Und deswegen fahren wir mal schnell erstmal hier rüber. Weil es sieht so cool aus. Ich würde gerne mit den über 50 Farmplots jetzt ein bisschen mehr dekorieren. Mit denen, mir gefallen die besser wie die Topfpflanzen, wenn ich ehrlich bin. Und der hat neue Ware. Du hast neue Ware, hoffe ich. Buch möchte ich gerne haben und Azaleen. Erstmal verkaufen wir aber hier die ganzen Batterien. Fangen wir mit den teuersten an. So, und wir haben ja noch ein paar. Also, die können wir kaufen. Die können wir kaufen. Was können wir noch kaufen? Kriegen wir noch irgendwas richtig, richtig Schönes hier? Die da können wir auch einkaufen. Das ist alles Zeug, was wir locker selber machen können. 180 Eisen, da gehe ich lieber selber farmen. Was haben wir denn hier Schönes? Ich wollte auch endlich mal mit Solarzellen arbeiten, ne? Aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken. Offen, offen, offen. Alle Bücher sind schon offen. Das ist nicht in Ordnung. Hast du was Schönes für uns? Bitte, bitte, bitte. Glückliche Sammler kennen wir auch schon komplett. Nachtpirscher kennen wir auch schon. Okay. Ja, danke schön, danke schön. So, der hatte nichts. Dann würde ich sagen, fahren wir direkt zum nächsten. Ich würde sagen, wir fahren zu der, dann hierhin, dann hierhin, dann hierhin. Oder? Dann können wir gucken, ob wir noch was plündern gehen. Aber ich glaube, ja, mal gucken, mal gucken. Schade, dass wir keine, ach sag's mir, wie heißt denn, Schatzkarte haben. Weil Schatzkarten mache ich an und für sich immer ganz gerne. Werden brauchen wir jetzt gerade auch nicht rein, obwohl ich das ganze Fett brauche. Ich habe nämlich ja jetzt, mein ganzes Fett gebe ich gerade für die ganzen Fackeln her. Das ist so ein kleines Problemchen. Genau, mit Nagelfarbe bin ich auch noch kein Stück weitergekommen, weil... Ja, wir müssen jetzt erstmal dekorieren und machen und tun. Warte mal, war hier oben nicht irgendwo? Warte mal, hier war doch irgendwo eine Schatzkiste, ne? Ja, guck mal. Oder? Ja, doch, hier, guck mal. Und der Loot respawnt nämlich auch, wenn das jetzt nur Müll war. So, gab es da oben nicht nochmal eine Schatzkarte? Die wird einfach doppelt, dreifach geplündert hier bei uns. Ah, hier, hier, hier vielleicht? Bitte, bitte, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Ah, hier, Tatsache. Nehmen wir auch mit. Wir jagen unseren Schatz doppelt und dreifach, ne? Aber ich glaube, das war es dann schon, oder? Hatten wir hier irgendwo noch mehr Schätze? Bin mir gar nicht sicher. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich hätte ja echt gedacht, die sind mit der Zeit dann auch wieder weg. Ein kleines Lagerfeuer. Brauchen wir jetzt aber eigentlich auch nicht.
Wenn so ein Bär jetzt nochmal vor uns aufsteht, wäre ganz in Ordnung, weil ich brauche das Fett. Ich muss tatsächlich wieder Tiere jagen, weil ja, 500 Fackeln sind schon eine gewisse Zahl, oder? Auf jeden Fall. Also, Chen, meine Hoffnung liegt, ne? Ich hoffe, ich bete, bitte, bitte, bitte. Autschen, autschen, nur zurückziehen. So, ich hoffe, die hat was Gutes für uns. So, mit Magnum kann man die Viecher ja einschüchtern. So, deswegen. Chen. Meds, Drugs, Food. I've got it all. Ja, das ist ja schön, aber ich hätte eigentlich nur gern ein Buch von dir. Das können wir mal verkaufen. Dann kaufen wir alle Batterien, die du willst. Die restlichen schmeiße ich dann einfach weg. So, jetzt haben wir den Tierfett. Hätte ich ja nie gedacht, dass ich das mal kaufe. Plastik ist gut. Das ist gut. Was können wir noch gebrauchen? Nix? Nein, nein. Junk Turret. Ne, ich weiß halt nicht, warum verkaufen die so wenig Sechserzeug bei so einem vorangeschrittenen Tag? Oder hier, warum verkaufen die Einser-Sachen? Ich habe Beta Bata auf voll geskillt. Ich habe alles hochgeskillt, was skillbar ist. Ich habe mittlerweile fast alle Bücher. Ich habe Level 300, über Tag 300. Wieso verkaufen die Einser-Sachen? Das verstehe ich nicht so ganz, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Nein, das ist auch nicht das Buch, was ich will. Die Bücher sind auch nicht, was ich will. Spitzhacke 4 und der bringt doch alles gar nichts. Nee, remember me if you need medical supplies. Nein, 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 nein. Du weißt nicht, was ich will. Ich will keine Drogen. Ich will doch nur ein Buch. Mensch, 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 Mensch. Okay, die hat nichts. Die hat absolut nichts. Ich glaube, unser Buch, da finden wir wirklich. Oh, 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 Schweinchen. Schweinchen. So, wir brauchen dein Fett. Gib uns dein Fett, kleines Schweinchen. Also da muss ich halt sagen, ist noch ein bisschen. Ich weiß es nicht. Denke ich da einfach nur falsch mit dem Händler? Dass die nach einer gewissen Zeit einfach keine Einsatzsachen mehr verkaufen dürften. Und lieber dann halt so, sagen wir mal, 4er, 5er und 6er Sachen anbieten sollten. Oder ist es von mir halt nur ein kompletter Denkfehler? Warte mal, die hat doch gar keine Azaleen, oder? Habe ich die überhaupt eine Azaleen geschaut jetzt? Verdammt. Nee, ich glaube, die hat keine Azaleen. Ich glaube, die hätte ich gesehen, oder? Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Sollen wir mal looten gehen hier auch? Komm, wir gehen mal die ganzen Sachen stibitzen. Vielleicht haben sie ja was Gutes da drin. Tum, tum, tum. Alles mitnehmen. So, das ist nichts, aber wir können es verkaufen. Motor. Sehr schön. Wobei ich habe letztes Mal gesehen, uns sind zwar schon ein paar Fallen explodiert mit ganz vielen Motoren drinnen, aber im Grunde ich bin motorenmäßig wirklich, wirklich gut dabei. Ich glaube, ich habe eine ganze Kiste voll nur mit Motoren. Also nicht ganz, aber fast. Genau. So, lass uns mal hier durchgehen. Ein Brunnen ist noch, aber wir gucken jetzt erstmal zum Händler. So, die können wir schon gar nicht mehr mitnehmen. So, die können wir schrunden. Alle schrunden. Kohle habe ich auch genug. Schmeiß weg. So, wir gehen jetzt erstmal verkaufen. Well, look what the cat dragged in. You better have coin. Natürlich habe ich Coins, Mensch. Money so ein Stress. Guck mal, hier ist die Batterien. Also, die will er nicht. Hat du Azaleen oder das Buch? Wow, 200, das ist gut. Kerzen kaufe ich jetzt auch mal. Hast du Azaleen? Das ist die wichtigste Frage überhaupt. Ich sehe aber keine und kein Buch. Böser Mann. Böser, böser, böser Mann. Nein. Nee, guck mal, Bergbau 6.
Das ist doch so, so. So wie jetzt hier. So müsste der Händler ausschauen. Das da müsste noch eine 4 sein und dann wäre es eigentlich der perfekte Händlerverkauf. Da ist auch kein Buch mehr zu. Und die Bücher sind auch alle offen. Schade, schade, schade. Well, it's about time you bought something. Ich hab. Oh, der ist leer? Warum ist der leer? Bin ich ja letztes Mal doch hinunter? Ich hab keine Ahnung. Kann sein, kann sein. Da, immer gegen die Mauer knallen hier. So, lass mich mal hier noch reingucken. Ah, lass mich los! Lass mich los. So, was haben wir hier schönes? Munition. Die geht, das ist schlecht. Und können wir schrotten. So, was haben wir da oben noch? Und ein bisschen Muni. Okay. Hat sich nicht wirklich gelohnt, aber ist nicht schlimm. So, Azalena hatte der jetzt auch nicht. Da habe ich, glaube ich, geguckt. Diesmal habe ich, glaube ich, geguckt. Okay, dann haben wir das alles. Auf zum nächsten. Aber ich glaube, wir werden wirklich nur enttäuscht heute. Eieieiei, das ist nicht in Ordnung. In der Tasche ist jetzt mein Buch. Mann, kein Buch, kein Buch. Schade, schade. Dann lass uns 2 Händler haben wir noch. Da liegt jetzt die ganze Hoffnung drin, ob die das haben, was wir brauchen. Vor allen Dingen, manchmal haben die irgendwie viele Azaleen, dann wieder keine. Was ist das für ein Haus? Ja, da waren wir aber schon mal drin. Okay, wir gehen erst die Händler machen und dann suchen wir Häuser zum durchgucken. Es ist halt nicht mehr viel, was wir brauchen können, aber jetzt haben wir so viele Farmplots. Wenn ich jetzt noch so 10, 11, 20 Azaleen kriegen würde, wäre das natürlich schon sehr, sehr cool. Aber das war ein Baum. Ich dachte, da steht ein Bär. Weil der kann hinter einem dunklen Baum was hellbraunes war. Also, warte mal, ich schmeiße mich hier kurz rein. Nein. Batterie würde ich ja gerne noch verkaufen, was geht. Das können wir aber mal behalten. Ja, können wir alles behalten. Ah, die nicht. So, und die da. Und schau mal, Pfötchen drücken, dass der jetzt was hat für uns. Das können wir nicht gebrauchen. Oh, eine 6er stählerne Feueraxt. Was habe ich denn für eine stählerne Feueraxt? Wieso sieht die da? Wer macht denn mehr Schaden? 41? Meine macht 50. 41, meine macht 50. Dann bleiben wir, wie es ist. Der geht. Dann lassen wir so, wie es ist. Ah, die geht ja auch. Bam. Brauchen wir nicht. So, ich glaube, der hat nichts, ne? Da war man anscheinend erst vor kurzem looten. So, erstmal die teuren Dinger noch verkaufen. Okay, einen Händler haben wir noch. Einen Händler haben wir noch. So, hast du Azaleen? Sieht nicht danach aus. Blutbeutel nehme ich auf jeden Fall mit. Die nehme ich jetzt auch mal mit. Die Teile nehme ich auch mit. Muss ich schon wieder alles nicht farmen, ne? Reicht schon, wenn ich die ganzen Steine farm. Wo kommt, kann ich Schaden nehmen, aber mit. Können wir ein bisschen mehr Sand herstellen. Und der Rest ist alles nichts für uns. Komm schon, Azaleen. Wo sind die Azaleen, Junge? Wo sind die Bücher? Und die sind auch schon alle offen. Och, Manu. Azaleen. Nein, hat er nicht. Schade. Much obliged, Stranger. Jo, Mama. Kein Wort verstanden, aber egal. So, dann zum nächsten Händler und zum letzten Händler. Und wenn wir da kein Glück haben, müssen wir halt irgendwie doch in Häusern schauen, dass wir unsere Bücher zusammenkriegen. Beziehungsweise halt, es fehlt ja nur noch eins. Ich glaube, Sniper 4... Oder Bücher. Bücher. Genau, Scharfschütze 4. Die restlichen. Oh, ein Hühnchen. Die restlichen haben wir ja schon alle gefunden.
da war's kaputt, da war's kaputt. Au! War jetzt glatt auch noch irgend so ein kleiner Kaktus? Wo war der? Au! Hä? Das ist doch gar kein Kaktus. Die Frau macht mich fertig. Der Kaktus war böse. Wo ist mein Bike jetzt? Da ist mein Bike. Komisch, komisch, komisch. So, ab zum Händler. Und, hufen, hufen, hufen. Das ist ja noch nicht. Das ist aber auch nochmal so ein Gebäude, ne? Wie ich gerade auch schon geguckt habe. Eieieiei, ich weiß, wir waren schon öfter hier mit dem gleichen Grund, dem gleichen Ziel. Und ich hoffe einfach mal. So. Ich kann auch knurren. Okay, gib mir Bauker. Ich brauche keine Bauker, aber ich kann nicht widerstehen. So, was hätten wir denn? Kleber ist immer gut. Ich brauche die Kohle ja für sonst doch nichts, ne? Dann verkaufen wir mal die... Boah, wir haben alle Batterien verkauft bekommen. Sehr cool. Die können wir jetzt auch verkaufen, weil ich habe ein guter 6er-Werkzeuge. Ich stelle mir jetzt bestimmt keine 5er-Sachen her. Nee, niemals. Deswegen finde ich es... Ich finde das mit 6er-Ding finden irgendwie ein bisschen... Naja. Die Zufallswerte. Naja. Das ist aber wieder keine Azaleen, ne? Ich glaube, wir haben absolut kein Glück, Leute. Nein! Wir haben kein Glück. Da ist auch nichts dabei. Auch nichts dabei. Was haben wir hier? So noch Motor. Solarzellen. Alles offene Bücher. Noch mehr offene Bücher. Nö. So Zweierzeug. Wieso zum Geier verkauft er sowas überhaupt? Azalee haben sie nicht. A sale is a sale. Mm. Even if it's to a scumbag like you. Ja, ich komme schon irgendwann mal wieder, aber. Das ist doch traurig. Das ist doch traurig. Ich würde sagen, wir fahren jetzt gerade mal in das Haus da hinten rein. Ob das vielleicht ein Bücherregal hat? Ich bezweifle es, ne? Ich glaube, das hat einen Keller, aber das hat, glaube ich, kein... Komm, schmeiß weg. Ich glaube, das hat keine Bücherregale. Und wieder einer, ne, brauche ich die schon nicht zusammenbauen. Weil das auch Schwachsinn ist, weil wenn ich was übrig habe, dann ist es Matz, um normal Zeug herzustellen. So. Dann gucken wir doch mal. Hier, Plastik nehmen wir mit. Da geht es dann nämlich unter den Keller, beziehungsweise raus aus dem Keller. Wir können auch hier reingehen, rein theoretisch, ne? Das, ja, ich weiß nicht, warum ich da geschoben bin. Ja! Ich hole mir einfach gleich den Super-Loot hier. So, komm, fall um. Fall um. Bin's gar nicht mehr gewohnt, hier mit Knarrel zu arbeiten. Lass mir nur meine Dinge in Ruhe. So, bitte. Leg dich mal hin, Fräulein, und du legst dich tot hin. Das würde ich als sehr schön empfinden. Nein. Okay, die ist noch much. Na. Dude. War da jetzt noch was Schönes drauf auf der... Ach nee, hier ist was Schönes drauf. Ein Verbandskasten. So, und Waffenladen. Zweier mit Lucky Looter auf voll. Warum findet man so Kram? Naja, egal. Nochmal ein Hühnchen. So. Da lohnt sich so eigentlich gar nicht, die Lucky Looter und so zu skillen, finde ich. So, da haben wir nichts. Die ist ja ganz. Jo, Zombie. Hühnchen! Veräppel mich nicht. Ich krieg dich doch jetzt nicht. So. Und. Au! Es tat weh, Mensch! So, tipp. Alles mitnehmen. Vielleicht haben wir ja doch Glück. Vielleicht haben wir ja doch Glück und hier finden wir was Schönes. Gib mir mal die Wrench. So, sind die besser wie meine? Nein, wahrscheinlich nicht. So, nehmen wir nämlich hier Schrumpffeder mit. Sehr schön.
so ein klitzekleines Ding nur, ne? Aber man findet die dollsten Sachen an den Orten, wo man überhaupt nicht damit rechnet. Also bleib ruhig liegen. Bleib ruhig liegen, den mir brauchst du nicht aufstehen. So, guck mal, ist es richtig? So, kaputt. Kaputt. Ich glaube, da geht's hier rum. Und da geht's dann schon wieder raus. Genau. Okay, dann gucken wir aber nochmal genauer. Die wird ja mal hier drin. Nix. Die nehmen wir mit. Ist missing. Ich habe jetzt für die ganzen Tourettes habe ich so viel Munition hergestellt, dass ich tatsächlich sagen muss, ich brauche mal wieder Messing und den Kram. Oh, warte mal, guck mal hier. Messing. Das ist nur so ein kleines Haus. Das ist ja winzig. Aber reicht wahrscheinlich nicht zum Überleben. Den können wir wegschmeißen, das können wir schrotten, das können wir saufen. Hühnchen, ich komme gleich raus und zieh dir das Fell über die Ohren. Oder die Federn, besser gesagt. Dann hat mich hier so ein kleines Ding und da geht's dann schon runter. Geht's nur irgendwo hoch? Nee, ne? Er sieht nicht danach aus. Warte mal, ist da... Nein, da ist nix. Da ist auch nicht. Ich liebe dieses Parcours, wenn man dann so hoch hüpfen kann. Das hat schon was, muss ich ja schon sagen. Ist auf dem Dach vielleicht noch was? Nein. Nein, nein. Schade. So, und wo ist das Huhn? Wo ist jetzt das Hühnchen? Finden wir wahrscheinlich nicht. Okay, kein Buch für uns. Das ist schade. Ich weiß gar nicht, ob im Briefkasten auch Bücher drin sein können. Das können wir schrotten. Wo ist mein Bike jetzt? Da hinten. Oder hier vielleicht ein Buch? Auch nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Da rennt's Hühnchen. Kriegen wir das Hühnchen? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da rennt's. Nein. Sag mal, wieso ist denn das so unscharf teilweise? Ich habe da bestimmt irgendeine Einstellung, die mir so überhaupt nicht gefällt. Warte, 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 warte. Yes, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir's Hühnchen. So, Fleisch und... Aua! Da ist es. Nein, jetzt verliere ich alles. Sekunde. Lehm wegschmeißen, den Sand wegschmeißen. Wildbret. Und... Knochen. Federn brauche ich nicht. Gibt es kein Fett? Gibt das Viech gar kein Fett? Wahrscheinlich schon, ne? Bruchsand, Federn. Nö, Federn will ich nicht. Federn will ich nicht haben. So. Also ich täusche mich wahrscheinlich, aber das war doch früher nicht so, oder? Dass wenn ich was hinten anvisiert habe, dass es mir dann meine komplette Sicht so unscharf macht, so was im Hintergrund passiert. Oder? Ich weiß es nicht. Vitamine habe ich auch genug. Ja, Nitrat habe ich auch genug. Also da gucken wir mal, was wir noch verkaufen können. Das würde ich gern behalten. Warte. Ich will so tauschen, dass ich nicht aus Versehen meine Machete verkaufe. So, und das können wir noch schrotten. So, die... Egal. Okay. Dann fahren wir noch mal zu dem. Du. Ich habe gar keine Häuser, ne? Gar keine schönen. Wahrscheinlich ist die Alpha 19 draußen, bevor wir das letzte Buch finden. Gut, man hat so halt immer noch einen Grund, ne, so ein bisschen looten zu gehen. Ich finde jetzt die Bücher nicht schlecht, muss ich sagen. Aber wenn man dann nur noch eins sucht, die Wahrscheinlichkeit, das zu finden, ist halt schon, ja, sehr, sehr gering. Hi. Beziehungsweise die Chance ist wahrscheinlich genauso hoch wie sonst auch. Das können wir alles verkaufen. Ja. Nee, das Essen nehme ich mit. Auch wenn ich es nicht esse, ich weiß. Much obliged, Stranger. Nehmen wir mal mit. So, vielen lieben Dank, der Händler.
Und dann würde ich sagen, die Tour hat sich nicht gelohnt. Wir haben weder Zerlehen bekommen, noch haben wir unser Buch bekommen. Aber wir geben nicht auf, absolut nicht. Und ja, wir bauen auf jeden Fall schön weiter an Asgard, beziehungsweise jetzt an Naglfar, dem Totenschiff. Und ich bin gespannt, ob wir das noch hinbekommen. Ne, aber ich denke schon. Ich glaube, Alpha 19 lässt noch sehr, sehr lange auf sich warten. Genau, gut. Dann würde ich aber schon mal sagen, ich fahre nach Hause, bringe das ganze Zeug heim. Und dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.